möchte mit euch noch ein paar Sachen teilen für eure SP-Manifestation. Wir wollen alle unseren SP. Wir wollen diese spezielle Person. Wir wollen diese einzigartige Person, mit der wir diese wunderbare Beziehung, diese Liebesbeziehung, diese Passion, diese Abenteuer, diese Geborgenheit, diese Sicherheit erleben. Und das ist immer ein genialer Weg. Wenn Menschen, und ich sage jetzt nicht nur Frauen, weil ich habe jetzt auch in letzter Zeit mit Männern genau die gleichen Gespräche gehabt. Und es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Die Energie macht keinen Unterschied zwischen Mann oder Frau. Die Energie, die du bist, die drückt sich aus, die zeigt sich im Außen. Hey, hey! Und diesen SP, den ich möchte, den muss ich erstmal selber sein. Das wisst ihr. Sei die Person, mit der du deine Beziehung leben willst. Und erkenne dich an als diese Person, weil du bist ja schon die geilste und grandioseste Person in deinem Leben. Nur wenn du dich selber nicht als diese anerkennst, wirst du immer im Außen suchen, dich aufzufüllen oder jemanden, irgendwelche Situationen, irgendwelche Träume, irgendwelche Pläne brauchen, um zu erkennen, anzuerkennen, wie toll und großartig du bist. Und Manifestation funktioniert nun mal leider andersrum. Wenn ich anerkenne, wer ich bin und wie ich bin und dass ich genau die bin, auf die ich gewartet habe, dass ich genau die bin, die mich immer unterstützt, die mich sicher fühlen lässt, die für mich da ist, die mich in meine Träume führt, die mir alles ermöglicht, die mir zeigt, wie großartig ich bin. Wenn ich diese Person für mich selber bin, dann werden alle anderen Menschen das auch für mich sein können. Dann werde ich das in allen anderen Menschen sehen können. Ich werde sehen können, wie sie mich sehen. Ich werde sehen können, dass sie mich wollen. Ich werde sehen können, dass ich eine Traumfrau bin. Ich werde sehen können, dass ich ein Traumpartner bin. Ich werde sehen können, dass ich für meine Mitarbeiter ein Traumchef bin, Chefin bin. Ich werde sehen können, dass ich für meine Kunden geilste Coach bin in meinem Fall oder geilste Salespartner, Vertriebspartner, Businesspartner, whatsoever. Aber ich muss wissen, dass ich das bin. Ich muss komplett hinter mir stehen. Ich muss komplett hinter mir stehen. Ich muss sagen, ja, deine Werte, perfekt. So wie du die Dinge haben willst in deinem Leben, so schön, so glänzend, so lichtvoll, wie du die Sachen haben willst, was dir gefällt, was deine Wertschätzung ist, das ist perfekt. Du darfst es haben wollen, aber du musst es sein. Du musst der Glamour sein. Du musst für dich diese glamouröse Person sein. Wenn du ein glamouröses Leben haben möchtest und glamourös, das ist für jeden anders. Glamour ist das, was dein Glamour ist. Glamour ist einfach leuchtend. Glamour ist einfach das, was für dich einfach das absolute ideale Leben ist, wie du es dir vorstellst und nicht um erfolgreich zu sein, nicht um endlich das Geld zu haben, um endlich das Haus zu haben, sondern du bist es, weil es dir gefällt, weil es das ist, wo du dahinter stehst, weil es das ist, was für dich richtig und gut und schön und großartig ist. Deswegen. Nicht, weil es in der Gesellschaft so gewollt wird, weil die Leute meinen, wenn du das hast oder wenn du das dokumentierst oder wenn du das zeigst, dann hast du es geschafft. So funktioniert es nicht. Sondern du hast es geschafft, wenn du die bist, die keinen Mangel hat, die keinen Fehler hat, die darf sein darf, wie sie will, die darf machen, was sie will, die darf wollen, was sie will, die darf erleben, was sie will, die darf hinreisen, wo sie will und es gibt keine Einschränkung. Und wenn du in dir drin dieses Selbstkonzept verankert hast und dann im Außen alle Leute nur siehst, die dich unterstützen, Erlaubnisgeber sind und Geldgeber, ja, die kaufen von dir, das sind deine Kunden, die wollen dir Geld geben, die wollen dich unterstützen, die wollen dich mit Liebe, mit Worten, mit allem Möglichen wollen die dich unterstützen.
Aber du musst es sehen können, du musst es annehmen können. Gesetz der Annahme. Ich nehme an, dass alle, die meine Videos hören, inspiriert sind. Ich nehme an, dass die Leute, die bei mir Coaching-Unterstützung buchen, dass die dorthin kommen, wo sie möchten. Und weil ich das annehme, ist es auch nicht immer, weil ich kann es nicht immer annehmen. Manchmal kommt mir da wirklich Zweifel. Aber wenn ich all in bin und all in sein kann und ich kann es zu 99,9% all in sein für dich, dass du deine Sachen haben kannst, dann kriegst du sie. Nur musst du auch all in sein für dich, all in für diese Transformation. Ich will nicht mal sagen ein Weg, weil wie lange es dauert, ist nur abhängig davon, wie viel neuronale Netzwerke du in deinem Hirn entwursteln musst, dass du in diese absolute Haltung gehen kannst und sagen kannst, das Leben entsteht absolut aus mir, ich bin absolut der Informations- und Energiegenerator von allem, was da außen ist. Wenn du diese absolute Haltung einnehmen kannst und nicht mehr in Relationen denkst, wenn dann oder es kommt dann so, wenn das vorher passiert ist oder das muss vorher passiert sein, dass das passieren kann oder das und das ist immer so passiert, also ist es immer so. Ja, das ist kein absolutes Denken, das ist ein relatives Denken. Das ist ein Denken in Relation zu dem, was du erlebt hast, was du gehört hast, in Relation zu dem, was du glaubst, was möglich ist. Und das ist dein Zeitfresser. Das ist das, was deine Zeit frisst. Weil dein Gehirn will immer irgendwas Relatives haben, anstatt dass er absolut sagt und denkt, absolut die Dinge so annimmt, wie ich sie haben will, absolut in meine absolute Erfüllung, in mein Divine Design einsteige, ohne mir irgendeine Erlaubnis holen zu müssen, ohne mir eine Geschichte als Erlaubnis geben zu müssen, sondern zu sagen, es ist absolut so, wie ich sage. Und wenn ich sage, ich bin die Traumfrau, dann bin ich die Traumfrau. Und wenn ich die Traumfrau bin, dann denke ich und fühle ich und handle ich wie eine Traumfrau. Und dann geht's los mit meinen inneren Konversationen, mit meinen inneren Unterhaltungen. Dann geht's los mit meinen inneren Gesprächen, mit meinem SP, mit den Leuten, mit meinen Kunden, allem. Und wenn ich diese inneren Gespräche verinnerlicht habe, dann werde ich sie raushauen, dann werde ich sie dokumentieren, dann werde ich mich wirklich ausdrücken auf eine Art und Weise, wie mein Ausdruck mir entspricht, wenn ich ihn aber erst innerlich gelernt habe. Und das ist irgendwo das Spiel, das ist so wichtig, dass ich erkenne, manifestieren ist innen, aber dann ausgedrückt im Außen. Und dadurch muss ich eben auch im Außen auf den Spielplatz des Lebens gehen und anfangen zu reden und zu sprechen und mit Leuten in Austausch zu gehen, mit meinem Spiegel in Austausch zu gehen, damit ich weiß, wo ich gerade stehe in meinem Selbstbild, in meinem Selbstkonzept, in meinen Annahmen, in meinen Rückschlüssen, als wen ich mich gerade sehe, wie ich mein Universum gerade sehe. Und das sind diese zwei Sachen, die sind super, super wichtig. Und da habe ich meistens Angst davor, dass ich das, was ich zu Hause geübt habe, auf die Bühne stelle. Dass ich meine ganzen neuen Erkenntnisse auf die Bühne des Lebens stelle. Dass ich meine neuen Sichtweisen, meine neuen Perspektiven ausdrücke, die ich durch meine innere Arbeit, durch mein inneres Studium, meine inneren Konversationen, Meditationen, Vorstellungs-, Visualisierungsarbeiten, dass ich das dann ausdrücke, dass ich wirklich frei und offen in meinem Selbstausdruck bin. Und das ist diese Krux und dafür brauchst du, da hilft dir Begleitung, dass du eben diese Angst verlierst, wenn du zu Hause wirklich schon alles geübt hast, der Tanz sitzt, das Theaterstück sitzt und dann stellst du dich auf die Bühne des Lebens und alle schauen zu und alle sehen dich. Und nur dann, wenn du dich das traust, auf der Bühne des Lebens dein neues Stück, deine neue Rolle, deinen neuen Tanz vorzuführen, dann hast du manifestiert. Dann bist du manifestiert in der neuen Version, in der neuen Verkörperung. Und diesen Gap herzubringen, zwischen innen und außen, sich zu retreaten und immer wieder zurückzuziehen, das ist wichtig. Aber dann gleichzeitig auch immer wieder zur Generalprobe zu gehen, immer wieder auf die Bühne zu stehen, um mir dann vom Regisseur, also von meinen Spiegeln, von meinen Mitspielern, von den anderen, die das Feedback abzuholen und zu sehen,
wo stehe ich noch nicht felsenfest in meiner Rolle, wenn sich meine Zweitbesetzung oder mein Mitspieler gerade mal verhaspelt oder irgendwie sein altes Theaterstück noch aufspielt, das er gelernt hat. Bleibe ich dann in meiner Rolle? Bin ich dann schon firm und felsenfest? Das weiß ich nur, wenn ich es ausprobiere. Das weiß ich nur, wenn ich da hingehe, wenn ich zur Probe gehe. Und nicht, wenn ich mich zu Hause verstecke und meine, ich müsste noch mehr üben und ich muss noch besser werden und ich kann es noch nicht. Ich muss mich trauen, zur Probe zu gehen. Ich muss mich trauen, auf die Bühne des Lebens zu stehen. Ich muss mich anschauen lassen. Ich muss die Leute treffen. Ich muss hingehen. Ich muss sprechen. Ich muss präsent sein in der manifesten Welt. Ich muss verkörpert sein, sonst habe ich nur die halbe Miete. Und ich kann mich so easy peasy verkörpern, ich kann easy peasy aussprechen, was ich haben möchte. Ich kann easy peasy aussprechen, wer ich neu bin. Ich kann easy peasy aussprechen, was ich glaube. Weil da draußen sind nur Spiegel. Da sind nur Spiegel. Und wenn mir einer sagt, hey Bullshit, was redest du für einen Kack? Dann ist es nur für mich eine Frage, worum habe ich noch Zweifel? Warum habe ich noch Zweifel? Warum vertraue ich mir noch nicht? Warum bin ich noch nicht so selbstsicher, wie ich eigentlich sein könnte? Warum lasse ich mich dann noch ins Box von Haus hauen? Warum bin ich dann noch unsicher? Denn weiß ich das? Ich bin noch unsicher. Die Rolle sitzt noch nicht. Ich muss weiter üben und vielleicht gehe ich mehr zu Proben. Vielleicht gehe ich mehr auf Dates. Vielleicht gehe ich mehr raus. Vielleicht mache ich mehr Kundentermine ab. Vielleicht mache ich mehr Videos. Vielleicht fange ich an mit Social Media. Vielleicht präsentiere ich mich jetzt schon. Vielleicht. Gehe ich raus und schau, wo ich bin. Und da möchte ich euch einfach wirklich ermutigen, das zu machen, euch auszuleben, tatsächlich euch auszuleben, verkörpern, ohne irgendeine Angst, dass es eine schlechte Konsequenz hat, ohne Angst vor Ablehnung, ohne Angst vor Zurückweisung, ohne Angst, dass der SP vielleicht nochmal sich zurückziehen könnte und so weiter und so fort, ohne Angst, dass es die Kunden nicht toll finden könnten, was du anbietest. Es ist eine absolute Haltung, die du einnehmen musst. Du musst in deinem Divine Design absolut und 100% angekommen sein. Und dann hast du auch absolut keinen Schiss mehr vor dem, was im Außen gezeigt werden kann, weil du weißt, ich kann es jederzeit verändern. Es ist meine innere Welt. Und wenn ich das, was ich im Außen reflektiert bekomme, nicht haben will, dann verändere ich es. Ich kann es sogar ausschneiden. Ich kann Situationen ausschneiden. Ich kann Veränderungen. Jetzt ist mein Moment. Und diesen Moment, wie ich jetzt die Welt sehe und mich sehe, mein Leben sehe und mein Business sehe, das ist absolut das, was ich haben will. Und ich mache so lange, bis es absolut das reflektiert, was ich will. Weil ich bin eine absolute Power und ich bin die Power und ich brauche keine Force, ich brauche keine Kraft, ich brauche keine Anstrengung, sondern wenn ich das bin und wenn die Energie on point ist, dann ist alles da. Erfüllung ist gegeben. Nur ich muss mich da reinsetzen in diesen erfüllten Zustand. Und absolut übrigens ist mein absolutes Lieblingswort und so heißt es High-Level-Business-Programm, wo wir genau in Bezug auf Business, auf dein Business, wenn du schon ein Business hast und es ist absolut nicht easy-peasy gewinnbringend, sondern immer noch ein bisschen im Mangel, weil es ja Geld verdienen soll, weil es dich ja unterstützen soll und weil es ja noch nicht genug Kunden da sind, weil noch nicht genug Nachfrage da sind, dann ist es nur, weil du absolut noch nicht auf deinem Stuhl sitzt, auf deinem Thron, in deinem Ich Bin. Deswegen ist es. Und ich habe jetzt riesig Lust, dir und deinem Business Geld zu bescheren und dich darin zu unterstützen, dich mit deinem Business weiterzuentwickeln und auch mal von dem SP-Gedanken wegzukommen, weil egal, ob du es im Business bist und gleichzeitig Geld dafür auf deinem Konto kriegst für deine Weiterentwicklung in diesen Seinszustand des Absoluten oder ob du weiter an deinem SP knorrst und wartest, bis er vor deiner Türe steht, die Entwicklung, die innere Entwicklung ist die gleiche und ich finde, wenn ich das erkenne, dann habe ich so viel mehr Output, wenn ich mich jetzt mal all in meine Business Identity reingebe und sage so, und der SP, der ist einfach nur Beiprodukt. Ich konzentriere mich jetzt nicht mehr so Vollgas auf SP und Liebe, sondern auf mich und Business und meinen Ausdruck im Leben, wer ich wirklich bin und dann noch anzunehmen etc.